eurer Jugend? Seid ihr auch Followers von solchen Influencern bei Instagram? Die sind ja gerade sehr gefragt. Sie sollen die Leute zu Hause, die jetzt mehr ins Handy schauen, bei Laune halten und zum Kaufen animieren. Gerade jetzt, so meinen viele Firmen, ist es wichtig, in den Köpfen der Leute zu bleiben. Aber irgendwie kommen mir diese Markenbotschafter immer sehr seltsam vor. So aufgesetzt ist das Leben, so überdreht stellenweise, so völlig von sich, dem Produkt und der Marke überzeugt. Sind sie wirklich so überzeugt? Oder ist das Show, weil sie ja schließlich dafür bezahlt werden? Gut, ich folge jetzt auch den einen oder anderen und glücklicherweise kann man ja auch gezielt auswählen, welchen Menschen man folgen möchte und kann den Follower-Status auch schnell wieder entziehen. Aber sag mal, würdest du dein Leben für ein Produkt dermaßen hingeben und sich der Welt so offen zeigen, gerade so in den Zeiten von Datenschutz und Privatsphäre, wäre es ja schon fast unverantwortlich, oder? Und wie authentisch wärst du denn tatsächlich auch dabei? Jesus hat darüber gesprochen, er hat die Jünger daraufhin angesprochen über das Influencer-Sein. Er sagt, man zündet ja nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern man setzt es auf einen Leuchter, wo es jeder sehen kann, die im Haus sind. So lasst euer Licht, sagt er zu den Jüngern, auch leuchten, damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So lesen wir es in Matthäus 5, Verse 15 und 16. Kurz zuvor hat Jesus über das Salz der Erde bei dieser Bergpredigt gesprochen, hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid also wichtig für die Welt, unabdingbar, ihr gebt der Welt quasi die richtige Würze. Man kann also das Salz nicht einfach weglassen und so kann man auch euch nicht weglassen, sagt er zu den Jüngern. Er fordert also gezielt auf, seid Influencer. Der Glaube, die Freude über den Herrn und die guten Werke, die sollen auch aus euch herauskommen, die sollt ihr ausleben, sagt Christus. Es wäre also nicht richtig, als Veränderer der Welt sich irgendwo zu verstecken, wie Jesus sagt, unter einem Scheffel und vielleicht Christus nur dafür zu verwenden, um der Not zu entfliehen. Das würde Christus verfälschen. Nein, er fordert auf, sei aktiv, sei ein Nachfolger, sei ein Influencer und lass raus, was in dir ist, was der Heilige Geist in dir erweckt. Lass du dich also nun auch von dem Geist Gottes bewegen, sei ein Influencer, lass deine Ideen und deine guten Werke raus und verkündige deine Begeisterung über Jesus Christus und das wahre Leben, was ihr bringt. Ich wünsche euch also nun viele neue Follower, Follower für den Herrn. Bleiben wir dabei eng miteinander verbunden. Machen wir das miteinander, füreinander und für Jesus Christus. Und so freue ich mich auf die Energie und den Segen, den ihr dafür bekommt, der auch auf uns alle zurückfällt. Und sage bis bald, euer Sebastian.